Der Kanal ViaVetoTV hat vor einiger Zeit ein Video veröffentlicht, in welchem er vermeintlich unwiderlegbare und vor allem definitive Beweise für die Fälschung von Mondlandungsfotos aufzeigt. Er ist von der Wahrheit seiner Entdeckung dermaßen überzeugt, dass er jedwede Kritik daran bereits im Vorfeld mit fehlendem rationalen Denken vom Tisch fegt. Die ganze Chose der Mondlandung ist dermaßen offensichtlich lächerlich, dass Leute, die in Anbetracht der vorliegenden Beweise für eine Fälschung auch weiterhin an eine Mondlandung glauben, in meinen Augen des skeptischen, rationalen Denkens nicht fähig sind, sondern sich vielmehr von ihren Gefühlen leiden lassen. Ziemlich große Worte. Ich bin gespannt, ob die auch Bestand haben werden. Auf geht's! Schauen wir uns in diesem Video an, wie die Fotos und Videos der angeblichen Mondlandungen unzweifelhaft als Fälschungen enttarnt werden können. Hier sind die ersten zwei Aufnahmen, die im Hintergrund die Apenninen und den Krater St. George zeigen. Die Landefähre ist in etwa 10 Meter von der Kamera entfernt. Die zwei Bildausschnitte, die den Hintergrund zeigen, werden nun miteinander verglichen und die scheinbaren Verschiebungen gegeneinander gemessen. Die Landefähre, der Astronaut und der Rover verschieben sich alle gleichmäßig. Ebenso verschiebt sich der gesamte Hintergrund mit den Apenninen und dem Krater gleichmäßig. Auch der Schatten auf den Bergen oben links im Bild verändert sich. Die Bewegung der Kamera ist relativ gering. Eine Bewegung der mindestens 4 Kilometer entfernten Berge im Hintergrund dürfte überhaupt nicht zu erkennen sein. Die Analyse dieser Bewegung ergibt, dass der Krater und die Berge nicht mehr als 300 Meter entfernt sein können. Des Weiteren erkennt man eine deutliche Trennlinie zwischen der vorderen Szene aus Landefähre Astronaut und Rover und dem bergigen Hintergrund. Zumindest eine Sache können wir direkt hier schon klären. Da ist tatsächlich eine sichtbare Kante im Bild. Warum? Weil die real auch da war. Nur wenige Meter von der Fähre entfernt in Richtung des Kraters geht es bergab, wie man hier leicht in einer Simulation sehen kann. Laufen wir ein paar Schritte und schon sieht man die Senke. Somit ist klar, dass der größte Teil des Geländes zwischen Fähre und Krater gar nicht sichtbar sein kann. Daher auch die recht deutliche Kante auf den Fotos. Machen wir erstmal weiter mit dem zweiten Beispiel. Obgleich sich die Kamera recht wenig zur Seite bewegt, vielleicht 20 cm, bewegt sich der Berg merklich. Wäre er in 20 km Entfernung, wie behauptet wird, so dürfte man absolut keine Bewegung erkennen. Es zeigt sich, dass der Berg maximal wenige 100 Meter entfernt ist. Auch diese zwei Fotos offenbaren wieder eine deutliche Trennlinie zwischen Vorder- und Hintergrund. Wenn man das zweite Bild vom ersten subtrahiert, erhält man sozusagen die Änderung der Bewegung zwischen den beiden Aufnahmen. Helle Bereiche zeigen an, wo sich die Bilder gegeneinander verschoben haben. Faszinierenderweise ist dies nur für den entfernten Hintergrund der Fall. Daraus ergibt sich das Folgende. Ab einer genau definierten Trennlinie, hier durch A und B gekennzeichnet, verschiebt sich der Hintergrund, während der Vordergrund statisch bleibt. Die Größe der Verschiebung des Hintergrunds nimmt mit der Höhe zu. Mons Hadley beugt sich nach vorne. Wir sehen hier, wie die Illusion von Entfernung und Perspektive durch einen veränderlichen Hintergrund erzeugt werden soll. Auf den Originalbildern ist auch im Vordergrund einige Unruhe zu sehen. Der untere Teil des Bildes steht hier nur deswegen still, weil an der zweiten Aufnahme bereits geometrische Veränderungen vorgenommen wurden, was man an den nicht mehr exakt ausgerichteten Kreuzen der Ressortplatte erkennen kann. Zumindest die Behauptung der angeblichen Trennlinie beruht hier also im Großen und Ganzen auf Bildmanipulation. Aber aller guten Dinge sind bekanntlich drei, und danach schauen wir mal, was hier tatsächlich vor sich geht. Hier soll der Rand der Rille sein. Hier hinten ist der Krater St. George. Die Parallaxenanalyse nach Subtraktion der beiden Bilder voneinander ergibt ein weiteres Mal eine vollkommen unnatürliche Situation. Der kilometerweit entfernte Hintergrund bewegt sich, während der Vordergrund statisch bleibt. Eine deutliche Trennlinie, gekennzeichnet durch die Buchstaben A und B, ist wieder vorhanden.
So etwas kann bei der Ablichtung einer realen, natürlichen Szenerie nicht passieren. Diese Fotos wurden in einem großen Studio, vielleicht einem Hangar, mit einer präparierten Bühne und beweglichen Hintergrundelementen aufgenommen. Nun gut, jetzt mal Butter bei die Fische. Zunächst einmal haben alle drei gewählten Beispiele eine Gemeinsamkeit. Der gewählte Bildausschnitt liegt jeweils an unterschiedlichen Stellen im Foto, sodass die verglichenen Objekte mal eher am Rand und mal eher in der Bildmitte liegen. Hier sind die Positionen der Ausschnitte des ersten Beispiels. Hier die des zweiten mit der bereits angesprochenen Manipulation im linken Teil, weswegen der Ausschnitt mit dem Original nicht mehr deckungsgleich ist. Na und das dritte Beispiel schenken wir uns, aber dort ist es genau dasselbe. Doch was hat's nun damit auf sich? Schauen wir mal auf eine meiner eigenen Panoramaaufnahmen am Forum Romanum. Und dabei insbesondere auf zwei Teilbilder. Beide Fotos wurden direkt nacheinander vom exakt gleichen Standpunkt ausgeschossen. Ich habe mich lediglich etwas gedreht. Der Abstand von mir zu den Objekten in Entfernung ist also auf beiden Aufnahmen absolut identisch. Trotzdem wird schnell offensichtlich, dass hier was nicht passt. Man sieht Verzerrungen, Größenänderungen, ja sogar scheinbare Drehungen von Gebäuden. Das ist ja furchtbar! Noch deutlicher erkennt man es bei direkter Überlagerung. Einzig der helle Teil in der Bildmitte hat auf beiden Fotos annähernd die gleiche Größe. Doch drumherum passt praktisch überhaupt nichts mehr. Und das, obwohl beide Aufnahmen vom selben Standpunkt ausgeschossen wurden, direkt nacheinander, ohne jede Änderung an der Kamera. Könnte es daher nicht vielleicht an eben jener Kamera liegen? Ja, kann es und tut es auch. Man nennt diesen Effekt Verzeichnung. Das sind Abbildungsfehler, also optische Verzerrungen des Motivs zum Bildrand hin, welche in verschiedenen Varianten auftreten können. Wenn also dasselbe Objekt vom annähernd gleichen Standpunkt aus fotografiert in leicht unterschiedlicher Größe auf den Bildern erscheint, dann einzig und allein deswegen, weil es einmal zur Mitte hin abgelichtet wurde und einmal mehr zum Rand hin, mit entsprechendem Abbildungsfehler, sprich Verzeichnung durch das Objektiv. In allen drei gezeigten Beispielen war das der Fall. Und du hast offenbar noch weitere Verständnisprobleme. Schaut man sich die Fotos mit gesundem Menschenverstand an, wird deutlich, dass die abgebildeten Berge und Krater nicht annähernd realistisch aussehen. Sie wirken weder weit entfernt, noch zeigen sie natürliche Formen. Mons Hadley ist beispielsweise ein riesiger, zerklüfteter Berg, der über 4000 Meter über die Mondlandschaft herausragt. Irdische Teleskopaufnahmen zeigen das deutlich, aber die Apollo-Aufnahmen zeigen nur einen kleinen, abgeschliffenen Hügel. Es ist sogar absolut zu erwarten, dass die Berge ungewohnt aussehen, denn du vergisst, dass die Aufnahmen unter vollkommen anderen Bedingungen entstanden, als wir sie hier auf Erden gewohnt sind. Aus unserer Erfahrung heraus erwarten wir Dinge, die es auf den Mondaufnahmen schlichtweg gar nicht geben kann. Warum können wir zum Beispiel hier am Ätna auf Sizilien die Größen und Entfernungen der zahlreichen Nebenkrater einigermaßen grob abschätzen? Weil wir Bezugspunkte haben, wie zum Beispiel die anderen Menschen oder auch die Seilbahn im Hintergrund. Und woher wissen wir zum Beispiel, dass die Ortschaften dort etliche Kilometer entfernt sein müssen? Weil die Atmosphäre mit zunehmender Entfernung die Sicht trübt. Beides entspricht absolut unserer Erfahrung und Erwartung. Und beides ist am Mond nicht vorhanden. Somit ist es vollkommen logisch, dass die Bilder von dort auf uns unnatürlich wirken. Sie wären definitiv Fälschungen, wenn es anders wäre. Ach ja, da war ja noch was. Das eingangs gezeigte Panorama ist besonders anschaulich. Die Montes Apenninus sind die größte Bergkette des Mondes mit teilweise 5000 Meter hohen Gipfeln. Es ist eine durchgängige Bergkette. Aber dieses Panorama lässt das Ganze wie eine kleine, separate Hügellandschaft erscheinen. Es beweist, dass die Fälscher nur wenige Hintergrundprojektionen zur Verfügung hatten und daher die enorme Bergkette nicht nachstellen konnten. Du solltest dich vielleicht nochmal vergewissern, von wo dieses Panorama geschossen wurde. Die Aufnahmen standen praktisch in unmittelbarer Nähe der Fähre, also quasi sogar noch im Bereich des gelben Punktes. Mount Hadley links im Bild ist hier, der Krater St. George rechts in etwa hier. Und genau dieses Umfeld zeigt das Panorama, denn mehr war überhaupt nicht sichtbar. Der Gebirgszug liegt grob in dieser Richtung, nicht nur verdeckt durch den Berg, sondern zudem auch kilometerweit entfernt und somit zum größten Teil hinter der Mondkrümmung.
Vom Aufnahmeort konnte davon schlichtweg gar nichts sichtbar sein. Auch das kann man übrigens prima in der Simulation sehen. Wer also die Fälschung des Mondlandungsbildmaterials nicht akzeptieren kann, ist für mich kein Diskussionspartner. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Halten wir fest. Du stellst also einfach so eine kühne Hypothese in den Raum, deklarierst sie per Definition zur Wahrheit und lehnst jede mögliche Kritik daran direkt ab. Stellst gar die Kompetenz der Kritiker in Frage. Offenbar kommt dir gar nicht in den Sinn, dass der Fehler auch bei dir selbst und deinem mangelhaften Wissen sowie Verständnisproblem liegen könnte, wie ich dir in den vergangenen Minuten mehrfach aufgezeigt habe. Solche Anmaßungen und Selbstüberschätzung sind ein Paradebeispiel für Dunning-Kruger-Patienten. Daher noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Wer sich zu weit aus dem Fenster lehnt, der fällt.